Hallo ihr Lieben, ich bin's Philipp und ich begrüße euch zur zweiten Folge der New How TV News. Es hat sich wieder viel getan in der Welt der Technik, eine weitere Woche ist verstrichen. Ja, und was das so alles Interessantes ist, das seht ihr jetzt im Newsflash. Heute in den News, der Rechtsstreit zwischen YouTube und GEMA und nun schaltet sich auch Deichkind noch mit ein. Philipp informiert euch über das neue Betriebssystem Android 4.0, doch die Konkurrenz schläft nicht. Philipp und John sprechen im Interview über das neue Betriebssystem iOS 5.1 und zu guter Letzt Indias Corner. India ist heute am Apple Store Hamburg-Jungfernstieg für euch vor Ort und berichtet über den Verkaufsstart des neuen iPad 3s. Seit 2009 bewegt der Rechtsstreit zwischen GEMA und YouTube nun bereits die Gemüter. Nun ist endlich auch ein Urteil zu erwarten, nämlich am 20. April. Da wird das Hamburger Landgericht tagen und zu einer Entscheidung kommen. Man darf also gespannt sein, wir werden euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten. Ja, und mit viel Krawall und Remi-Demi hat sich nun auch Deichkind an dieser Stelle eingeschaltet. Die haben einen neuen Song released unter dem Titel Leider geil. Gleich auf YouTube hochgeladen, selber ein Zusammenschnitt aus verschiedenen YouTube-Videos. Und ja, in 0,nix war das Video auch wieder entfernt worden. Ganz schade, wie man meinen mag. Aber Deichkind ist natürlich für euch in die Bresche gesprungen und hat gesagt, nein, unsere Fans müssen dieses Video auch auf YouTube sehen können. Und schwupps war es wieder da, hat nun schon Millionen Klicks. Und worum es in diesem Video eigentlich geht und warum das in aller Munde ist, schauen wir jetzt. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ob Plattenfirma, YouTube oder GEMA, egal wer dafür verantwortlich ist, wir wollen, dass unsere Videos zu sehen sind. Regelt euren Scheiß jetzt endlich mal und macht eure Hausaufgaben. Ihr seid Evolutionsbremsen und nervt uns alle gewaltig. So äußerte sich die Hamburger Band Deichkind zu dem Rechtsstreit zwischen YouTube und der GEMA. Denn der Streit um Musikvideos auf YouTube dauert schon Jahre. Nachdem ein vorläufiger Vertrag zwischen der GEMA und YouTube 2009 ausgelaufen war, konnten sich die beiden Parteien auf keine Nachfolgeregelung einigen. Ende 2010 reichte die GEMA Klage ein, um YouTube zum Löschen bestimmter Videos zu zwingen. Die Verwertungsgesellschaft scheiterte mit einem Eilantrag, das Landgericht Hamburg ließ aber erkennen, dass ein Unterlassungsanspruch in Frage komme. Selbst die Musikindustrie ist mittlerweile von dem Rechtsstreit genervt und ungehalten. Leider geil. Die Bank schickt eine Rechnung, ich mach sie nicht auf, ich schmeiß sie Müll. Leider geil. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich leg mich wieder hin. Leider geil. Als weitere wichtige News der letzten Woche ist der Release des Android-Betriebssystems 4.0 zu betrachten. Hierhinter verbirgt sich Ice Cream Sandwich. Ice Cream Sandwich wiederum ist ein Zusammenschluss aus dem bekannten Betriebssystem Gingerbread 2.3, welches nur für Smartphones gedacht war, und dem 3.0 Tablet-Betriebssystem Honeycomb. Honeycomb Gingerbread, das Beste aus beiden, nun inklusive neuer Features in Ice Cream Sandwich verbunden. Und was diese neuen Features alles können, das erfahrt ihr in einem Artikel auf NewHow, den wir hier verlinkt haben. Ansonsten, ja, hervorzuheben ist an dieser Stelle auf jeden Fall der Face Unlock. Face Unlock bedeutet so viel wie, ihr haltet euer Gesicht in die Kamera und könnt damit euer Handy entsperren. Ganz, ganz neues, super geniales Feature. Und was ihr noch alles damit machen könnt, werdet ihr in weiteren Tutorials auf NewHow sicherlich bald erfahren. Für all diejenigen, die jetzt schon stolze Besitzer sind eines HTC Sensation XE, die erwartet bereits ein Update. Und für das Samsung Galaxy S2 soll eins bereitgestellt worden sein. Also schaut am besten nach, weitere Geräte folgen sicherlich bald. Und ja, die Konkurrenz schläft nicht. iOS 5.1 ist gerade erschienen und was es dazu zu sagen gibt, wird uns der liebe John jetzt im Interview verraten. Ja, und da wären wir auch schon wieder mit unserem John. John ist ein neuer Mitarbeiter bei NewHow. John, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Genau, ich bin seit kurzem bei NewHow und mache Tutorial-Videos in Zukunft. Okay, zu deiner Person selber, du studierst noch oder? Genau, ich bin am Studieren und brauche noch ein bisschen, aber... Brauchst du noch ein bisschen? Ja. Ah, das kenne ich. Das hatte ich auch mal. Und zwar, vielleicht Fachverband irgendwie? Ja, Medientechnik schon. Medientechnik, das also passt ja. Mittendrin sozusagen. Also in Zukunft könnt ihr hochkarätige Tutorials erwarten von unserem lieben John. Ich glaube, das erste hast du auch schon gemacht zu einem Thema, was wir jetzt mal anreißen wollen. Nämlich iOS 5.1. Da hast du uns ein paar News zusammengetragen und auch schon das erste Tutorial gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen was. Genau, wir haben ein Tutorial gemacht. Da geht es darum, wie aktualisiere ich iOS 5.1 auf dem iPad, over the air. Und ja, das neue Update, es gibt ein paar neue Features, die die User bestimmt gerne sehen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Kamera-App direkt auf dem Sperrbildschirm. Da muss man ohne Umwege kann man sofort auf die Kamera.
Die Akkulaufzeit wurde verlängert. Das ist, glaube ich, merklich super. Dann für die iPads gibt es jetzt neue, bessere Wiedergabe für Filme und TV-Serien. Es gibt neu designte Kamera-App, also es ist Funktionen bleiben gleich, aber es ist alles ein bisschen stylischer geworden. Mhm. Und für Apple TV super ist 1080p Videounterstützung und neu designtes Menü. Also da ist schon einiges gemacht worden. Natürlich noch ein paar kleine Bugs, die da irgendwie weggemacht worden. Also es ist schon ein gutes Update. Das hört sich ja erstmal sehr spannend an. Von dir werden wir dann in Zukunft sicherlich mehr sehen. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal schnell in die Schlagzeilen, was sich diese Woche sonst noch so getan hat in der Technikwelt und geben dann direkt weiter zu Indias Corner. Denn India ist heute für euch vor Ort am Hamburger Apple Store, Jungfernstieg, und wird dort das iPad 3 in Augenschein nehmen, wo sie, denke ich mal, noch einige Impressionen einholen wird und Leute befragen wird. Viel Spaß dabei! Das erste Feedback der Windows 8 Consumer Preview war durchaus positiv, doch zu den häufigsten genannten Kritikpunkten gehört der von Microsoft entfernte Startbutton auf dem Desktop. Eine kostenlose App namens Stardacht soll dieses Problem beheben und steht bei stardock.com kostenlos zur Verfügung. Auch Firefox wird als bekannte Applikation unter Windows 8 auf das neue Metro-Design optimiert. Neu bei Firefox 11 ist unter anderem, dass Nutzer jetzt Add-ons synchronisieren können. Bislang war dies nur bei Bookmarks und Passwörtern möglich. Ursprünglich war die Version bereits vor einigen Tagen fertig, wegen eines Windows-Updates wurde der Release verschoben. Im nächsten Jahr wird mit dem Verkaufsstart des Xbox 360-Nachfolgers von Microsoft gerechnet. Laut aktuellen Berichten wird Microsoft bei der neuen Generation auf das DVD- und Blu-ray-Laufwerk verzichten. Wir rechnen mit dem Ausbau des Online-Stores und dem Verkauf von Speicherkarten im Einzelhandel. Hallo meine Lieben, haltet euch fest, es ist 6 Uhr morgens und ihr kennt mich ja schon, normalerweise komme ich immer alleine, heute habe ich Sarah mitgebracht. Hey. Und in 2 Stunden beginnt der Verkauf des neuen iPads und deswegen werden wir jetzt mal schauen, was hier so los ist. Was ist dein persönliches Highlight vom iPad? Es ist Retina-Display. Wegen dem Bildschirm. Das Display natürlich. Das Retina-Display auch bei dem iPhone und das ist einfach super schön und da freue ich mich jetzt drauf, dass es auch beim iPad so verfügbar ist. Ich bin jetzt natürlich super glücklich. Ja, haltest du hoch in die Kamera, damit wir es alle sehen? Wir haben es definitiv hier und ich freue mich riesig. Welche hast du denn gekauft? 32 GB Wi-Fi in Weiß. So, der Verkauf vom neuen iPad ist jetzt total im Gange. Die Leute sind ziemlich heiß. Mir hat es ziemlich gut gefallen hier heute. Wir haben coole Leute getroffen. Was sagst du? Ich finde es auch richtig super, man merkt, dass die Leute wirklich mit Feuer und Flamme dabei sind, mit Leib und Seele. Man sieht hinter uns, die Leute klatschen, jubeln und freuen sich wirklich auf das neue iPad. Und wir verlosen auch in Kooperation mit Jan von Top Review ein iPad. Und dann geht einfach mal auf unsere Seite und schaut euch das an. Und ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier jetzt erstmal durch und geben zurück an Philipp ins Newhart TV Studio. Tschüss! Ja, so viel von unserer liebreizenden India, die wieder mal für euch vor Ort war. So viel auch von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in einer Woche wieder zu den NewHow TV News. Bis bald.